Zu einer neuen Folge von Inside Erfolg. Heute habe ich einen ganz interessanten Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin in dem Fall. Buchautorin Dr. Franziska Ida Neumann. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Franziska, und schön, dass ich grüße du heute bei Rede und Antwort stehst bei uns hier. Sehr gerne. Super. Franziska, du hast einen ganz spannenden Werdegang, wie ich finde. Du hast so ein paar Sachen miteinander kombiniert, die dich zu dem gemacht haben, was du heute bist, nämlich Kunstexpertin, aber auch mit dem Hintergrund, mit einem wirtschaftlichen Hintergrund dahinter. Du hast es Buch geschrieben, ich halte es mal in die Kamera hier. Wie sie mit Picasso und Co. ein Vermögen aufbauen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Wie du ja weißt, komme ich aus dem Immobilieninvestmentbereich. Du machst Kunstinvestmentberatung sozusagen, machst ja auch selber hier so hier und da mal so ein Investment. Erzähl mal, weil wenn man so liest, du hast Rechtswissenschaften ja erstmal studiert, BWL, Kunst, Geschichte, Germanistik. Wie bringt man das alles zusammen und macht dann wirklich Kunstberatung für Investments? Ja, jetzt hast du es ja schon ganz gut zusammengefasst. Und wie macht man Kunstberatung und Investment? Also ich wollte schon immer wissen, was die Dinge kosten. Und schon während meines BWL-Studiums und Kunstgeschichtsstudiums habe ich angefangen, ganz viele Praktika zu machen. Immer so im Kunstbereich, mal in der Galerie, mal in einem Auktionshaus. Und ich kann mich daran erinnern, sogar bevor ich angefangen habe, Kunstgeschichte zu studieren, in dem Sommer habe ich bei Sotheby's ein Praktikum gemacht. Und da saß ich in der Mittagspause immer im Kunstlager und habe mir die Kunst angeguckt, die so eingelagert wurde, und habe die Auktionskataloge angeguckt, weil da sind nicht nur die Arbeiten abgebildet, sondern da stehen praktischerweise die Schätzpreise gleich daneben. Und schon damals hat mich interessiert, wie werden eigentlich Werte festgelegt im Bereich Kunst. Und es gab eine ganz nette Expertin für zeitgenössische Kunst da damals. Und die hat mir das einmal ganz grundlegend erklärt. Und das war jetzt vor 13 Jahren. Ich habe das nie vergessen und habe das einfach für mich immer weiter ausgebaut und stelle fest, dass das einfach für Leute, die im Kunstmarkt nicht aktiv sind, wahnsinnig spannend ist. Die Frage, was kostet Kunst? Ja, ist es auch, weil es immer ein total abstraktes Thema für den Laien ist. Absolut, ja, total. Also du hast irgendwo so schon immer eine Leidenschaft gehabt, so für Kunst, das ist so. Wenn ich das richtig verstehe, dann hast du ein BWL-Studium ja auch gemacht und das heißt, du hast dann irgendwann mal überlegt, okay, die Leidenschaft, was kostet es mit dem BWL-Hintergrund, das bringe ich einfach mal zusammen und mache mich damit selbstständig. War das der Weg oder erzähl mal, du hast ja auch vorher Kunstgeschichte studiert. Du hast ja noch ganz viel mehr gemacht vorher, ne? Ja, interessanterweise habe ich in der Schule in der Oberstufe Kunst abgewählt. Musste mich entscheiden zwischen Musik und Kunst. Und ich fand es so wahnsinns langweilig, Säulenordnung und Kunstgeschichte in der Oberstufe, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht. Okay. Und dann habe ich angefangen, Jura zu studieren, habe das 4 Semester gemacht und dann habe ich festgestellt, dass Recht und Gerechtigkeit für mich nicht immer das Gleiche ist und dann wollte ich das nicht bis ans Lebensende machen. Und habe dann, bin ich zum Studierendensekretariat gegangen und habe eine Freundin getroffen, die gesagt hat, ich bin auf dem Weg zum Studierendensekretariat, ich exmatrikuliere mich jetzt für Kunstgeschichte und ich frage, wieso? Und sie sagt, das wäre das Langweiligste, was sie je studiert hätte. Und weil ich nicht wusste, was nach Exmatrikulation Jura kommt, bin ich mit ihr zusammen hingegangen und habe mein Kreuz bei Kunstgeschichte gemacht, einfach aus einer Laune heraus. Okay. Und dabei ist es einfach geblieben. Dann doch Kunstgeschichte. Und das habe ich dann, wie gesagt, kombiniert mit, du hast es ja erwähnt, mit Betriebswirtschaft und bin dann ins Ausland gegangen, ein Jahr zum Erasmus-Studium. Und da haben wir einen Trip nach Paris gemacht und irgendwann, es war ein Oktobermorgen und die Sonne schien und ich stand vorm Louvre und vor dem Eingangsportal der École du Louvre, was so eine Kunsthistoriker-Universität in Frankreich ist. Und es ist so ein tolles, großes Portal mit Glas und Statuen davor und Marmor. Und da habe ich gedacht, da will ich rein. Egal wie, da will ich rein zum Studieren. Und dann bin ich nach Greifswald wieder nach Hause gegangen an meine Heimatuniversität. Und hatte mich für Kunstgeschichte schon beworben und habe die Zulassung auch bekommen und hatte dann noch 2 Semester Zeit,
einen Abschluss zu bekommen. Und bei BWL wusste ich dann, okay, das ist auch nicht so meins. Ich habe das Wissen alles mitgenommen aus den ersten Semestern. Und dann musste ich noch ganz schnell ein zweites Fach haben. Dann habe ich überlegt, was kann man ganz schnell durchstudieren? Und dann habe ich Germanistik fertig studiert in zwei Semestern nochmal ganz schnell, weil ich einen Abschluss brauchte. Das hat total gut geklappt. Und ich kann nur sagen, Kunstgeschichte und Germanistik ist das perfekte Allgemeinwissensstudium. Das kann ich eigentlich nur empfehlen. Und konnte dann aber nach Paris gehen. Ich hatte dann in den beiden Semestern, wo ich Germanistik studiert habe, hatte ich drei Nebenjobs und habe noch meine Bachelorarbeit geschrieben und habe dieses Germanistikstudium und noch Kunstgeschichte beendet. Aber ich hatte ein Ziel. Ich wollte nach Paris und ich wollte an die Sorbonne, weil ich wusste, die haben ein Partnerprogramm mit dieser École du Louvre und deswegen kann man da seinen Master studieren. Und dann ist das auch so gekommen. Dann habe ich alles abgeschlossen, habe meine zwei Koffer genommen und bin an meinem, 27. Geburtstag in den Zug eingestiegen mit allem, was ich hatte und bin nach Paris gefahren zum Studieren. Sehr konsequent, kann man dann auch sagen. Jetzt berätst du ja heute dann, nach einigen Jahren, berätst du ja, glaube ich, Privatpersonen, aber auch Unternehmen, wie sie in Kunst investieren. Und dein Buch heißt ja, wie sie mit Picasso und Co. ein Vermögen aufbauen. Wie baut man denn ein Vermögen auf? Also wenn ich jetzt starten möchte und sage, Frau Dr. Neumann, raten Sie mich doch mal bitte, weil ich möchte jetzt nicht nur in Immobilien investieren, sondern ich möchte auch mal ein bisschen in Kunst investieren. Wo fängt man denn da an eigentlich? Ich glaube, da fängt man erstmal mit einem Glückwunsch an, weil da würde ich nämlich sagen, Marc, herzlichen Glückwunsch zu der Erkenntnis, dass man sein Portfolio diversifizieren kann, auch mit Kunst. Okay. Und ich weiß natürlich, dass Kunst kommt ganz hinten in der Nahrungskette. Also erst kaufen die Leute Oldtimer und Immobilien und vielleicht auch noch Juwelen und Aktien natürlich. Und dann erst irgendwann kommt die Kunst. Es ist aber in der Tat so, dass Kunst eine sogenannte alternative Anlageklasse ist. Und wenn man auf ausgesuchte, qualitativ hochwertige Stücke setzt, man dann auch wirklich über einen längeren Zeitraum, weil Kunst ist kein Kurzstreckensprint, dass man da auch eine ansehnliche Rendite erwarten darf. Okay. Das ist in der Tat so, aber das Problem ist, wenn man davon überhaupt gar keine Ahnung hat und irgendwie blind dieses und jenes kauft in der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal was wird, das klappt meistens nicht. Also da braucht es schon ein bisschen Know-how oder du musst jemanden kennen, dem du vertraust, der da das Know-how hat, die Strukturen im Markt kennt, auch weiß, welcher Galerist ist bei welchem Künstler, welcher Künstler wechselt vielleicht demnächst irgendwann. Die Galerie geht zu einem, ich will nicht sagen höherwertigen Galeristen, aber zu einem, der vielleicht einen solventeren Kundenstamm hat. Das sind alles so Anzeichen dafür, dass Kunstwerke im Preis steigen zum Beispiel. Okay, man braucht also wie bei allem quasi sehr viel Erfahrung, Hintergrundwissen, Insiderwissen wahrscheinlich auch, um es richtig gut zu machen. Das ist im Kunstmarkt genauso wie im Immobilienmarkt wahrscheinlich auch. Ne? Genau. Ja, das ist sehr schön. Ist es denn wirklich so, da hast du schon mal so Storys erlebt, wo da träumen ja wahrscheinlich viele von. Also ich komme ja aus einem Elternhaus, wo auch sehr viele alte Ölgemälde an den Wänden hingen. Und da träumt man ja immer davon, Mensch, da könnte ja mal irgendwo so ein Schätzchen dabei sein und dann habe ich den Jackpot geknackt. Also ist das schon mal passiert? Kommt sowas tatsächlich vor? Erzähl, oder hast du sowas schon mal erlebt selber? Ich erlebe es, oder ich fange mal anders an. Also ja, das kommt vor und ich habe es in meinem Buch ein bisschen lässig geschrieben und habe gesagt, ich glaube, dass es der Fund eines Rembrandt oder Picassos oder eines Äquivalents auf dem eigenen Dachboden immer noch realistischer ist als ein Lottogewinn, statistisch gesehen, zumindest der gefühlten Wahrheit nach. Okay. Und ja, es ist immer noch möglich. Was ich zum Beispiel auch Spaß mache, ist, ich gucke bei eBay Kleinanzeigen oder in so kleinen Trödelläden, gucke ich mich ein bisschen um und kaufe dann unterbewertete Kunst. Bei eBay Kleinanzeigen habe ich mal gefunden, da hat jemand geschrieben, Bild aus den 70er Jahren zu verkaufen und die Anzeige war eine Stunde online und ich gucke drauf und denke, das gibt's doch gar nicht. Was der als Bild aus den 70er Jahren angeboten hat, waren orangefarbene Farbquadrate von Josef Albers. Und weil er Josef Albers nicht kannte, die Arbeit war auch nicht signiert, wusste er auch nicht, was er googeln sollte im Internet, und hat dann halt gedacht, dass das so ein psychedelisches 70er-Jahre-Muster ist. Und habe ich den gleich angerufen
Und der hat die Anzeige dann gleich offline geschaltet. Dann bin ich nach Berlin gefahren und man läuft ja immer Gefahr. Die Fotos sind sehr schlecht bei eBay Kleinanzeigen. Es hätte ja auch ein Poster sein können. Habe ich das gekauft, habe es nach Hause gebracht, habe es entrahmt und mir alles komplett angeguckt. Und es war in der Tat eine Serigraphie, also eine Grafik von Josef Albers, die zwar nicht signiert ist, aber die in Format und vom Sujet, also von dem, was vom Motiv vorne drauf ist, zu Josef Albers passte. Und vor wenigen Jahren gab es in der Villa Hügel in Essen eine Ausstellung zu Josef Albers, die genau mit dieser Farbkombination aufgemacht wurde. Und dann konnte man schon sehr gut belegen, dass es zum Umkreis von Josef Albers gehört. Und ich habe die gekauft für 60 € oder 70 € und die liegt so unsigniert, kann man sie wieder verkaufen für ungefähr 700 € im Moment. Also das passiert in der Tat, du musst es nur sehen und erkennen. Ja, das ist eine gute Rendite, definitiv. Wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus oder gibt es ihn überhaupt mittlerweile? Der typische Arbeitsalltag besteht eigentlich ganz viel aus Telefonieren. Telefonieren, E-Mails schreiben. Typisch ist auch vorgestern. Ich telefoniere ja gerade von München aus. Bin ich nach Wien gefahren für ein Gespräch mit dem Kunsthandel. Das hat gedauert 5 Stunden und ich bin insgesamt 8 Stunden Zug gefahren, was mich nicht stört, weil ich so viel Leidenschaft für Kunst habe, dass ich auch so lange Zug fahre, um mich mal ein bisschen über Kunst zu unterhalten. Also ich spreche mit Galeristen, mit Künstlern, gehe ab und an in Ateliers, schaue mir was an, bin natürlich viel auf Messen unterwegs, um einfach im Gespräch zu sein, um zu sehen, was wird angeboten. Ich lese Massen an Fachliteratur, schreibe ja selber auch viele Artikel, also was man klassisch Wirtschaftsblog nennen würde, zum Thema Kunstinvestment, wie baue ich eine Kunstsammlung auf. Ich glaube, meine ganzen Newsfeeds bei Instagram und Facebook und LinkedIn sind alle so auf Kunst ausgerichtet, dass da permanent die Infos reinkommen. Aber wie gesagt, ganz viel funktioniert am Telefon. Wer will was verkaufen? Wer kauft zum Beispiel irgendwas? Wer braucht eine Beratung? Also das, was ich mache, findet ja nicht nur in Deutschland statt, sondern international Firmen, zum Beispiel Startups, die gerade Apps auf den Markt bringen, die den Kunstmarkt unterstützen wollen. Da sind natürlich viele Leute dabei, die technisch versiert sind, die aber nicht wissen, wie schafft man eigentlich den Eintritt in den Kunstmarkt. Und da komme ich dann ins Spiel und die fragen mich und dann berate ich die und sage denen, okay, mit den und den Leuten müsst ihr sprechen, das und das müsst ihr tun, damit das hier gut läuft. Ja, jetzt berätst du ja Unternehmen, die Kunstsammlungen aufbauen möchten, was sie kaufen sollen. Du berätst dabei auch Privatpersonen. Ab welcher Summe macht es eigentlich Sinn, als Privatperson in diesen Markt reinzugehen? Man muss gar nicht so hoch ansetzen, wie man immer denkt. Also du kannst natürlich ein richtiges Profi-Investment machen, so ab 100.000 €. Dann geht es aber wirklich schon nur noch darum, hat die Kunst eine Aussicht auf Rendite? Vielfach wird die dann auch in Kunstlager verbracht und gar nicht mehr so sehr irgendwo in deiner Wohnung oder in deinem Chalet in der Schweiz aufgehangen. Aber man kann auch mit einem kleinen Investment von 5.000 bis 10.000 € starten. Da kann man sich entscheiden, ob man risikoavers oder risikoaffin investieren möchte. Risikoaffin wäre zum Beispiel, du unterstützt junge Künstler, die von der Kunsthochschule kommen. Da könnte man dann größere Leinwände zum Beispiel kaufen. Aber das ist natürlich hochspekulativ, weil du nicht weißt, wie sich die Künstler entwickeln, zu welchen Galeristen gehen die. Und auf der anderen Seite kann man aber auch risikoavers einkaufen. Also für 5.000 € habe ich in Maastricht zum Beispiel gesehen, dieses Jahr auf der TFAF im März, eine kleine Grafik von Picasso zum Beispiel, die original signiert ist. Das sind dann so arrivierte Künstler, die einfach am Markt stattfinden. Gerhard Richter ist ja auch so jemand oder Monet, von denen ich nicht glaube, dass die vom Markt verschwinden. Aber dann hast du halt eine kleine Grafik von einer Auflage zum Beispiel. Was macht ein Künstler, weil du ja gerade davon gesprochen hast, irgendwelche Kunstschüler oder Absolventen, da mal die erste Leinwand zu kaufen, was macht die nachher so wertvoll? Netzwerk. Die Leute wollen ja immer gerne von mir hören, dass es Talent ist. Ja, natürlich muss man ein künstlerisches Talent haben und Künstler sind ja sehr eigene Persönlichkeiten auch. Aber fairerweise muss man sagen, dass Kunst auch viel über Netzwerk und Kontakte gemacht wird. Und dieser ganze Kunstmarkt, der schützt und stützt sich selber, sage ich immer so gerne.
weil da halt nicht jeder reinkommt. Das ist doch schon noch ein ziemliches Prestigedenken unterwegs. Und das Schöne und das Hehre in der Kunst wird eigentlich immer wie eine, wie so eine moralische Monstranz vor sich hergetragen. Soll heißen, wir haben mit Geld nichts zu tun, wir haben mit dem Markt wenig zu tun. Auf der anderen Seite muss man aber meiner Meinung nach sich auch ehrlich machen und gerade und sagen, jeder Künstler, der davon leben will, ist auch irgendwie ein Unternehmer, weil er muss Gewinn erwirtschaften und er am Ende produziert er im weitesten Sinne eine Ware. Also von daher, ja, das ja. Dazu. Okay, also der Künstler muss im Prinzip seine Kontakte genauso wertvoll oder gut bespielen, wie halt andere. Ja, der Galerist macht es meistens für ihn. Ja. Genau, also die Künstler sind wirklich dann vielfach so in ihrer Welt, dass sie den künstlerischen Part übernehmen und der Galerist dann eigentlich den betriebswirtschaftlichen Part, der wertet meistens auch die Bilder ein. Also Künstler stehen in ihrem eigenen Atelier und wissen im Zweifel überhaupt gar nicht selber, wie der Marktwert eigentlich für die Kunstwerke aktuell ist. Und diese Marketingaufgabe übernimmt dann zum Beispiel der Galerist. Und generell würde ich auch nur in Künstler investieren, die einen Galeristen haben. Also es gibt ja viele, viele Freischaffende, gerade durch Instagram und Social Media, die sich eine große Öffentlichkeit erschaffen durch Social-Media-Kampagnen. Generell ist es aber so, wer in Kunst investieren möchte, sollte schon gucken, dass dieser Künstler in einem sehr festen Netzwerk aus Galeristen und Sammlern ist und dass er in einem Kunstverein mal vorgestellt wird und dann geht es ja später vielleicht ins Museum, dass er große Projekte hat, die öffentlichkeitswirksam sind. Also das ist ein ziemlich komplexes Konstrukt, die Art-Investment-Sache und da muss man schon zwischen Dekoration und richtigem Kunstinvestment unterscheiden. Okay, prima. Jetzt hast du dich ja selbstständig gemacht mit deiner Arbeit, mit deiner Dienstleistung, die du anbietest und bist erfolgreich in deinem Metier. Wenn dich jetzt junge Menschen fragen würden, Mensch, Franziska, du hast das so cool gemacht, gib mir doch mal ein paar Tipps. Ne? Was muss ich mitbringen? Was sind so die Fähigkeiten oder worauf muss ich achten, damit ich in meinem Business erfolgreich werde? Was würdest du für Empfehlungen aussprechen? Was braucht es vielleicht auch für das Kunst, für die Kunstbranche, braucht es jede Menge Ehrgeiz und Leidenschaft. Ja. Ich weiß, dass viele Leute denken, dass man mit dem Kunstgeschichtsstudium direkt ins Hausfrauendasein reinstudiert. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwann vielleicht in einem Museum landet. Das ist jetzt natürlich überspitzt dargestellt von mir, klar. Aber es gibt noch so viel mehr, als einfach im Museum zu arbeiten. Ich habe das große Glück, dass ich Lehraufträge halten darf an Universitäten zum Thema Kunstmarkt, um auch den Studenten dort zu sagen, ihr könnt bei Versicherern arbeiten, ihr könnt bei Banken arbeiten, ihr könnt bei Logistikern arbeiten. Alles im Umfeld Kunst und Kunstmarkt. Und das kommt immer wahnsinnig gut an. Wenn man das den Studenten einmal das ganze Semester über so erklärt und wenn man da ein bisschen Leidenschaft mit reinbringt, dann sind die am Ende immer ganz begeistert und mir macht das wahnsinnig großen Spaß. Ja, also Leidenschaft und Ehrgeiz, ganz grundlegende Dinge, um wirklich auch, egal in welcher Branche, mit Sicherheit erfolgreich zu werden. Also das sollte man auf jeden Fall mitbringen, definitiv. Ne? Unbedingt. Und wenn du dich selbstständig machen musst, oder ich weiß, du kennst es ja selber als Unternehmer, selbst und ständig ist da die Maxime. Und ich meine, es treibt dich ja keiner an. Du musst morgens von alleine aufstehen und dir überlegen, was machst du aus diesem Tag und wie bringst du es irgendwie zum Erfolg? Und das muss aus deinem eigenen Wollen heraus kommen. Und das, glaube ich, macht erfolgreiche Leute aus, dass die sich permanent selber antreiben können. Absolut, da bin ich total bei dir. Absolut, definitiv. Gut, Franziska, ich würde sagen, das war ganz spannend schon mal, so einen Einblick zu bekommen in deinen Weg, in dem, was du tust. Vielleicht fühlen sich hier auch viele Leute, die jetzt hier zuschauen, inspiriert, wirklich mal das Thema Kunstinvestment anzugehen, wo du guter Ansprechpartner bist, definitiv. Unbedingt. Wir werden auch in die Infobox natürlich nochmal verlinken zu dir, ne, zu deiner Company. iDateArt heißt diese Company. Das Buch ist übrigens auch ein cooles Weihnachtsgeschenk, wie ich finde. Hier ist es. Du hast es auch, okay, super. Super schönes Weihnachtsgeschenk, steht ja auch bald vor der Türe. Und ich muss mich erstmal nur bedanken bei dir jetzt, dass du dir die Zeit genommen hast, alles mal zum Besten zu geben, was dich so bewegt hier und was uns bewegt an Fragen. Und wünsche dir erstmal viele liebe Grüße nach München.
wo du noch Ja, mal danke bist, dir. wie du gesagt hast. Und danach bist du wahrscheinlich wieder in Greifswald, oder erstmal? Dann, ja, ich bin in der Tat, wohne ich ja in Greifswald oder die Firma ist ja da auch gemeldet, ist ja kein Geheimnis, wenn man ins Handelsregister guckt. Und die Leute fragen immer, warum wohnst du denn in Greifswald, warum wohnst du nicht irgendwo in Berlin? Und jetzt bin ich ja 3 Monate in München gewesen. Man kann sich so wunderbar erden an der Ostsee. Wenn man ansonsten irgendwie in Genf und in London auf den Kunstmessen ist, dann braucht man einen Gegenpart. Und zu dem Buch vielleicht. Ich weiß nicht, manchmal sind die Leute abgeschreckt von dem finanzlastigen Titel, also wie sie mit Picasso und Co. ein Vermögen aufbauen. Ich bin aber immer so ein Fan davon, Sachen populärwissenschaftlich aufzuarbeiten und infotainmentmäßig. Das heißt, keine Angst davor, das Buch zu kaufen. Es sind viele lustige Anekdoten drin und am Ende habt ihr noch was gelernt. Wunderbar. Das kann ich bestätigen, ich habe es nämlich schon gelesen. Franziska, liebe Grüße nach München und vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Ne? Danke dir, Marc. Bis dahin. Bis dann.